Scheiße. Ich habe ein Problem. Gut, die machen Armbrustschützen, damit wir das hier, das Barbarenlager, was direkt vor unserer Haustür steht, abhacken können. Ach man. Überall hätten sie es hinstellen können. Und wo stellen sie es hin? Scheiße, hörst du es gerade? Meine Stimme hatte gerade so einen Drop. Jetzt ist sie weg. Also mehr oder weniger. Scheiße. Na gut. Also morgen nicht aufnehmen. Yay. Da wird die Stimme wohl versagen. Scheiß drauf. Ist auch generell dumm, wenn man Halsschmerzen hat, nochmal 2,5 Stunden aufzunehmen. Aber wenn es immer Spaß macht, ja. Tja, dann nimmt man dann gerne Kauf, dass die Stimme ganz weg ist. Ja. Ich meine generell sehr, sehr, sehr viel für YouTube in Kauf. Dafür gibt es ja die Gestensteuerung. Genau. So. Und überspringen. Und zurück. Was ist denn das hier? Ist das? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist. Oh. Aber aktuell mag mich niemand außer Griechenland. Das Problem ist, Griechenland sind die einzigen, die mich mögen sollten. Mann. beziehungsweise Griechenland mag mich bald nicht mehr. So, was ich meine. Weil wir da unten angreifen. Scheiße. Uah. In dieser Stadt eine Produktion. Wir haben jetzt erstmal einen Handelsweg. Sehr schön. Wo bauen wir denn hin, den Handelsweg? Sag mal nach... Hier. Weg beginnen. Und in der Stadt müssen wir jetzt natürlich wieder irgendwas machen. Ja, das dauert immer noch alles so lang. Naja, weil es noch nichts, weil noch nichts ausgebaut ist. Dann sag ich mal Speerkämpfer. Dauert zwar 17 Runden, aber vielleicht brauchen wir so in 17 Runden. Man kann ja nie wissen, was sich hier so ergibt. Ja, gucke, hier, weiter geht China nicht. Da findet es ein Ende, zum Glück. Ja, krieg ich ja noch Schiss. So. Runde überspringen. Runde überspringen. Verschanzen habe ich eigentlich schon vor 10 Runden gesagt, aber okay. Denn ein Feld können sie noch belegen. Und jetzt nächste Runde. Also es geht voran. Sind wir bald in Japan und okay, die haben inzwischen eine 37er Verteidigung, aber ich denke, das ist machbar. Ich denke tatsächlich, ist wirklich machbar. So der Plan. Jetzt, was mir Sorgen macht, sobald wir einmarschieren, normalerweise, ich glaube, unsere normale Taktik geht gar nicht wirklich auf, weil die halt sehr, 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 sehr viele Einheiten schon allein rumzustehen haben, weißt du? Ich habe auch manche Einheiten, ist eigentlich dumm, die da überhaupt in die Richtung zu schicken. Aber gut. Mal gucken. Hier soll ich mal verschanzen.
Also könnte auch sein, dass sie sich das wiederholen. Puh, nein. Was meinst du mit wiederholen? Also die Stadt wiederholen. Ja. Sobald wir sie eingenommen haben. Weil die haben so viele Einheiten, darum zu stehen. Kommt darauf an, wie wir es anstellen, ne? Und dann müsste man natürlich auch noch Einheiten in die andere Städte, in die Nähe der anderen Städte stellen. Dass falls die da rauskommen mit ihren Leutchen und versuchen der anderen Stadt zu helfen, dass man da auch einmarschieren kann. In 6 Runden kriegen wir erstmal unser Katapult, was uns ja eigentlich sehr helfen sollte. Einmal gucken. Ich weiß nicht, wo ich das Katapult hinstellen soll. Das habe ich natürlich strategisch überhaupt nicht mitgedacht, ja. Ja, wobei doch, ist machbar. Geld macht nicht glücklich. Was ja. Den Käse an Politik ändern, wir haben jetzt eine Währung. Ja? Ist ja schon mal. Zack, wir nehmen erstmal das nach hier. Ja, wir haben jetzt können wir uns viel besser wehren. Genau, So. So. Aber lassen es jetzt mal so. Ich habe jetzt einiges an Politik geändert, aber okay. Das Astrologie, das dauert eine Runde. Wird uns nicht umbringen. Und Theologie, das dauert 4 Runden. Wird uns auch nicht umbringen. Und wenn doch, ich übernehme komplette Haftung. Ich denke, eine Stadt davon müssten wir mindestens haben. Puh. Nur zu welchem Preis? Ich bin mir da halt noch sehr, sehr unsicher. Ich würde es sogar nicht so schlimm finden, wenn alle militärischen Einheiten verrecken. Dann kriegen wir locker 20, 30 pro Runde. An Münzen. Naja, bis die dann wieder nachgebildet sind. Ja. Haben sie schon wieder mehr. Eine Stadt, ganz ehrlich, 37 Verteidigung. Ja, wir haben auch schon gegen welche mit 39 gewonnen. Also. Jetzt langsam mal. Hallo. Was passiert denn noch? Ach, hier oben Barbaren. Hallo, Spiel. Okay. Abgeführtes Spiel kaputt gemacht. Ein Arzt ohne Kenntnis. Astrologie haben wir. Sehr schön. Dann können wir jetzt nehmen Mathematik, ist auch wichtig. Ja. Zack, ja einmal rein, lunzen. Ins Eck. Was haben wir hier noch? Hm.
Nee, war doch richtig so. Ist auch alles richtig. Zack. Zack, ja, einmal gucken. Oh ja, die Stadt ist auch relativ stark, ja. Ja. Auch keine Hafenstadt. Nee, für eine Hafenstadt. Eine Hafenstadt können wir höchstwahrscheinlich nur selber bauen. Ich glaube, das wäre da die einzige Möglichkeit, die wir hätten. Gut, und die Speer hat es, glaube ich, erledigt. Oder? Nee, eine Runde würden sie noch überleben. Na gut, reicht auch, wenn sie noch einen überleben. So. So, dann schicken wir die hier einmal hier rein. Die einmal nach hier. Die einmal nach hier, so. Also truppenmäßig sind wir eigentlich echt stark aufgestellt. Wenn man hier mal so reinguckt, was wir jetzt alles haben. Da sollten wir uns nicht zu früh freuen. Ja, auf jeden Fall nicht, aber... Wollen wir einmal hier umgucken? Wo habe ich denn das gemacht? Ach, hier hinten. Die Jahre. Mache ich auf jeden Fall noch einen Streitwagen, damit es hier... Damit wir hier nachher nochmal ein Feedback bekommen. Aber dann... Nein, nicht überspringen die Runde. Aufwecken. Zack. Die... Zack, die brauchen wir auch nicht nichts machen. Ach, die haben noch eine Stadt hingestellt, die Chinesen. Also scheint mir jetzt ein bisschen sinnlos, ja. Du wirst ja eher Sinn machen, die erst zu machen und dann die andere. Aber gut, So. Die haben wir alle schon, oder? Okay, Zack, die dürfen sich einmal durchs Bergland begeben. Hier ist noch unaufgedeckt. Wir haben echt viel von der Karte eigentlich schon aufgedeckt. Wo stellen wir die gleich mal hin? Mütchen? Ja, ich pack's nicht mehr lange. Na, ich aber auch nicht. 2:11 Uhr haben wir's. Scheiße. Muss auch noch schneiden gleich. Damit morgen auch schön pünktlich eine Folge rauskommt. Mitten in der Nacht. Nee, am Tag eigentlich. Ach, da muss ich morgen noch früh aufstehen, kommen ein paar Pakete. Oh Mann. Ja, erstmal Mikrofon schon angerempelt. Natürlich alles sehr strategisch gut verlegt hier bei mir. Gut, Render mache ich sowieso über die Nacht. Muss ich wenigstens nicht so viele Folgen über Silvester produzieren. Ist doch schä. So. Geht hier leicht in die Richtung. Und zack. Ab der nächsten Runde können die auch heilen. Und der kann heilen. Verschanzen. Frank, wir sind praktisch gleich dazu bereit anzugreifen. Ob wir es jetzt schaffen oder nicht, ist die andere Frage. Aber wir wären dazu bereit anzugreifen. Zack, wir gehen nochmal in die Richtung hier. Zack. Ach Mann.
Scheiße. Oh, wir haben gleich ein massives Problem. Ich glaube, Barbaren greifen uns gleich an. Da müssen wir wahrscheinlich die erstmal platt machen. Nee, die greifen aber unsere Stadt an, dummerweise. Hm. Hier unten haben wir noch einen Streitwagen. Ziehen wir mal hier oben als Nachkommen nochmal hin. Was können wir denn in der Stadt hier jetzt produzieren? Stadt noch und down, nur 7 Runden, machen wir. Und Gesandten schicken nach. Wie sieht's in Brüssel derzeit aus? Da liegen wir gut vorne. Ja. Könnte es auch mehr sein? Hier könnte es auch mehr sein. Na los, zacken wir hier einmal noch auf. So. Zack, wir sind hier gleich da. Das steht da gut. Steht gut. Lassen wir hiermit langsam noch oben. Heilen. Unsere Hauptstädte dehnen sich tatsächlich derzeit nicht gerade so gut aus. Könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr laufen, aber gut. Aber um China sieht's schon, wie viele Truppen haben wir hier? Warte, ich zähl mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 praktisch, wenn alle da sind. Und darum sage ich, wir marschieren jetzt ein in China, weil sonst kriegen wir gar nicht alle Truppen dahin. Ein Platz technisch. Na, wir haben hier oben jetzt auch unser Katapult fertig. Und China dehnt sich derzeit auch ein bisschen aus, ja. Ist auch so ein kleines Problemchen. Was könnte die Stadt jetzt mal schnell auf die Schnelle machen? Streitwagen, hier oben sind ja immerhin feindliche Dinger. Zack, auf jeden Fall in die Richtung. Zack. Und in die Richtung. Ah, sehr schön. Wir sind hier auch am Wasser angelangt. So. Gut, dann marschieren wir noch einmal schnell in China ein, damit ich das zur nächsten Aufnahme noch weiß, dass ich da rein wollte. Und dann war's das für heute. Zack. Zack. Krieg erklären. Schwierigkeit schwer. Wenn ihr Krieg wollt, könnt ihr ihn haben. Na gerne. Auf Wiedersehen und raus hier. Das stimmt ihn ja nicht gerade lustig. Warum sollte es denn auch, ja? Ist halt die Frage. Einheit gefangen genommen. Okay. Warum, frage ich mich natürlich. Vor allen Dingen, wie geht es? Wie kann man Einheiten gefangen nehmen? Aber okay. Bautrupps wahrscheinlich. Gut. Muss ich jetzt mit leben? Beziehungsweise, habe ich Einheiten gefangen genommen oder wie? Mhm. Ah.